Ho, 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 meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Abgefahren. Wir gucken heute in ein weiteres Fahrzeug des Funpack DLC hier in Project Cars 2, nämlich den Ford RS 200 mit 440 PS aus einem Reihenliter Vierzylinder, 1000 Kilogramm Gewicht und Allradantrieb natürlich. Und das Ganze machen wir heute auf der verschneiten Nordschleife, wo hier gerade noch die Sonne aufgeht. Und weil heute Weihnachten ist, schneit es auch ein bisschen. Dann können wir hier wenigstens digital eine weiße Weihnacht feiern für alle, die keinen Schnee in echt liegen haben. Ja, und ich habe mir die Virtual Reality Brille geschnappt und wir werden heute eine, vielleicht zwei Runden hier auf der Nordschleife abreißen. Das macht nämlich eine Heidenlaune. Wir haben Eisreifen drauf und ich setze mal die Brille auf, mache schon mal die Wheelcam an. Na, wo ist der Knopf? Da unten, Dach. Und wir gehen ins Cockpit und gucken uns hier mal ein bisschen um. Denn das Cockpit sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. Also die Sitze hier, das hat wirklich einen sehr realen Look. Huch, da bin ich kurz aus dem Tracker raus und auch der Schalthebel. Was ich auch geil finde, wenn man die Handbremse zieht, greift ihr da wirklich zur Handbremse und die geht auch ein Stück nach oben. Also auch da wurde sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Licht an und aus, Scheibenwischer gehen auch, aber damit die nicht so nerven, lasse ich die einfach aus. Die paar Flocken auf der Scheibe können wir vertragen. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Wir haben die Eisreifen drauf, weil der hat keine Winterreifen, sondern nur Trocken- und Regenreifen. Und eben die Eisreifen, also die Spikes. Und dementsprechend ist das die einzige Alternative. Ich habe schon gemerkt, in den paar Probemetern, die ich gefahren bin, das Ding ist ein absolutes Spaßgerät. Teilweise sehr spitz und sehr schnell kommende Gegenpendler. Aber eben auch ein sehr schön abgestimmtes Fahrwerk und ein schönes Übersteuern auf der Bremse. Natürlich auch mit Turboaufladung gehören ab und zu beim Schalten ein kleines haben Fünfgang Schaltgetriebe, denke ich doch mal, wir können hier nicht in den Sechsten schalten. Nee, da passiert nichts. Das war klar. Ja, und ich weiß leider recht wenig von der Historie des Autos. Hatte auch jetzt nicht die Zeit, hupala, mich da großartig zu informieren. Handbremse. Okay, das war zu viel des Guten. Das ist ein bisschen Ruhe gefahren. Naja, ich hatte jetzt nicht so die Zeit, mich zu informieren. Aber ich hatte halt Bock, den zu fahren. Zum einen finde ich den optisch gar nicht so hässlich. Und zum anderen, ein kleines Auto, Allradantrieb, 400 Turbo PS. Das muss witzig sein. Verdammt geil, hier in Project Cars 2 die Nordschleife im Schnee zu haben, die Schneife oder die Nordschneife oder die weiße Hölle. Das ist so ein bisschen Frau Hölle, könnte man auch, ne? Wir können hier bestimmt noch und dann einfach mal zwei Ölpunkte gesetzt. Ich habe ja beim ersten Nordschleife Schneevideo mit dem Polo WRC. Oh, guck mal, wie schön das hier mit der Sonne aussieht. Ah! Habe ich ja gesagt, ich habe ein bisschen das Gefühl. Schade, dass wir zu viel Grip haben. Und dass gerade diese Eindenkphasen, diese Gegenpendler zu heftig sind. Aber da haben wirklich viele geschrieben, dass man oft nicht glauben kann, welchen Grip Spike-Reifen erreichen können. Und das ist hier so ein bisschen wieder der Fall. Also der fühlt sich einfach
super, super griffig an. Es hat definitiv einen griffigeren Charakter als Regen. Auch wenn ich das Auto im Tor, also auf asphaltlichem Weg gefahren bin. Aber ich glaube, das liegt halt einfach an meiner falschen Einschätzung und an meiner Unterschätzung, was Bike-Reifen angeht. Schöner begrenzter Sound. Richtig schönes Maschinengewehr knattern. Alles klar, fast die Mutkurve vergeigt. Aber ich freue mich schon aufs Karussell. Lieber da oben oder unten lang. Erstmal hier schön durchdriften. Oh, nicht zu weit, nicht zu weit. Ah, viel zu weit. Oh, eine kleine Kreiselfahrt hier. Ich wollte ja eigentlich schön in eins durchdriften, aber nee, ein bisschen zu schnell reingefahren und die Bande mitgenommen. Wir gehen oben durch und versuchen komplett durchzuziehen. Ah, das klappt aber herrlicher als ich dachte. Sehr schön. Ja, und genau in diesen Bedingungen werde ich auch nochmal den Quattro rausholen. Das hätte Corsa mit der Mod-Version von der verschneiten Nordschleife schon so Laune gemacht, dass wir das unbedingt hier auch nochmal ausprobieren müssen. Ja, und das hier ist auch schon ziemlich geil. Mal gucken, ob wir hier im dritten bleiben können. Ne, lieber mal im zweiten. Das zu untertourig. Eine Schneefahrt, die ist lustig. Eine Schneefahrt, die ist schön. Ach, herrlich. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten. Und, schönen Heiligabend, schöne Feiertage. Das nur mal so zwischenbei. Zwischendurch, wenn ich hier einfach mal so mit 150 durch verschneite Eiskurven drifte. Easy peasy. Zweite Karussell hier, oh, bisschen fix, aber geht auch noch. Allradantrieb sei Dank. Ach, es ist herrlich. Das macht richtig Laune. Und das Auto fühlt sich so gut an, wie ich es am Anfang vermutet habe. Denn das macht wirklich eine Menge Spaß. So, guck mal, und hier ist schön die Burg, die da über uns thront. Und das ist so geil an Virtual Reality. Auch die sieht wirklich so aus, als wäre die locker mal 200 Meter höher, als wir es gerade sind. Der Zeppelin da oben, ich weiß nicht, ob der sich nicht da was abfriert. Wir fahren gerade 238 km/h hier auf der verschneiten Göttinger Höhe.
So, und jetzt, das ist auch zum Beispiel das, was ich meine. Bei 240 auf einer Eisschneestrecke einfach so mit mega vielen Reserven durch diese Kurve durchzukommen, das wirkt für mich halt so unrealistisch, aber wie gesagt, also vielleicht einfach nur aufgrund meiner Unterschätzung, was Bike-Reifen angeht. Oh, noch eine Runde? Komm, wir fahren noch eine Runde. Über eben. Das hätte uns... was ist hier denn? Im Forza Motorsport hätte uns das einige Punkte gegeben, auf jeden Fall. Ey, das macht so Laune. Das macht so Laune. Das Auto macht, was du willst eigentlich. Wenn man dann weiß, was man will und das auch nochmal selber am Lenker umsetzen kann, dann folgt das Auto deinem Befehl. Und das ist wirklich ein ziemlich, ziemlich geiles Gefühl. Entry. Wow, alles klar. Das war intensiv. Das war keine Absicht. Da habe ich richtig schön unten in der Fuchsröhre das Auto verloren. Die Waldfee, das war intensiv auf jeden Fall. Bisschen komisch angefahren fürs Metzgesfeld. Das ist genau mein Ding, ey. Das macht so eine Laune. Macht so einen Bock. Drehzahl, jawohl, perfekt. Ach, herrlich. Ich freue mich wirklich auf die Session mit dem Quattro. Hier bei gleichen Bedingungen, weil ich einfach mal checken will, wie ist sein Allradantrieb im Vergleich zu diesem hier. Oh, da sind wir zu untertourig. Aber ist schon geil, ne? Wir drehen bis 8,5 oder so. Und wir haben 4-Zylinder-Turbomotor. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass der so hoch dreht. Und der sitzt halt auch hinter uns, also mit dem Motorcharakteristik, recht kurzer Radstand. Da
Das trägt natürlich noch zur Spitzigkeit und Spritzigkeit vor allen Dingen auch des Autos bei. Nochmal oben her, das war gerade so schön. Vielleicht so halb-halb. Ne, wir kommen doch nicht nach unten. Und da ist kein Kontakt. Das war ja fast ein Walltap. Ich dachte, wir gehen dann ran. Sehr schön. Den ganzen Tag machen. Ja, okay, ich weiß nicht, ob ich das mit der Brille aushalten würde. Also 3-4 Runden gehen auf jeden Fall noch. Das war leider ein bisschen schnell für die Eiskurve. Oh, Motor abgewickelt. Schade. Fahr ich da mal rein, dann stellst du den Kahn leicht quer und gehst einfach nur stumpf aufs Gas im dritten und der zieht sich genauso durch die Kurve, wie du es geplant hast und ist eigentlich konstant in einem rutschigen, unruhigen Status, stabil. Okay, das war schlecht. Okay, das war auch schlecht. Bisschen zu intensiv. Aber ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut und sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, schöne Feiertage. Oh, jetzt ist das Auto eh im Arsch. Wiederholung kneifen wir uns mal. Das können wir vielleicht. Obwohl, wir können vielleicht aus der Heckperspektive Verfolger den Spaß mal ein bisschen anschauen. Und ich kümmere mich aus. Danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Habt schöne Feiertage und feiert schön. Morgen und übermorgen kommen auf jeden Fall auch noch Videos. Und dann geht der ganz normal der Alltag wieder los. Das heißt, ihr werdet hier schön mit Videos versorgt werden. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, würde ich sagen. Tschüssi.